Das Maibaumstellen hat in Nimes eine lange Tradition. Um diese Tradition zu bewahren, hat die deutsche Selbstverwaltung in Nimes dieses Jahr einen Maibaumwettbewerb verkündigt. Dabei wurde der schönste und höchste Maibaum des Dorfes gekürt. Das Projekt Stellen wir einen Maibaum auf ist eigentlich das gemeinsame Projekt der deutschen Selbstverwaltung Nimes und des Heimatmuseums hier in Himmelshäuser. Unser Ziel war eigentlich damit, dass wir die alten Traditionen des Maibaumstellens wieder mit Leben erfüllen, weil wir halt gemerkt haben, dass in den letzten Jahren immer weniger Maibäume gestellt wurden. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir einen Aufruf starten und gleichzeitig mit diesem Aufruf auch einen Wettbewerb organisieren und ankündigen eigentlich. Und wir waren dann sehr froh darüber, dass so viele mitgemacht haben und die Jugendlichen sehr aktiv waren. Denn ich denke, insgesamt wurden 29 Maibäume gestellt. Alles passierte am Vorabend zum 1. Mai oder auch in der Nacht natürlich. Also wie gesagt, unsere Jugendlichen und die jungen Erwachsenen waren alle sehr, sehr aktiv. Die Jugendlichen erzählten unserem Team über das Maibaumstellen. Április hónap utolsó napján délután elindultunk fát keresni többen. Kiválasztottuk a legszebbnek vélt májusfának való fákat. Kivágtuk őket, aztán hazacipeltük őket, földíszítettük, és este elindultunk felállítani őket a sötétedés után. Májusfát minden évben megyünk állítani, eddig is mentünk, és valószínűleg további években is fogunk járni. Csapatépítésre nagyon jó alkalom, mindenki nagyon élvezi. Natürlich durften die jungen Mädchen nicht ohne einen Maibaum sein. Die Jungen hoffen, dass es ihnen gelungen ist, die Mädchen auch in diesem Jahr mit dieser netten Geste glücklich zu machen. Mi öt lánynak állítottunk, ezek általában vagy tánccsoport tagjai, de igazából ilyen barátok, baráti kör. Nem, úgy volt, hogy minden tánccsoportos lánynak állítunk, egyet is kettő csapat volt. Egyik csapatnak a fel, az egyik csapat a lányok egyik felének, és a másik csapat az pedig a lányok többi felének állított. Hát remélem, hogy örültek. Hát tegnap voltunk kitáncolni, akkor vendégül is láttak, tehát gondolom, örültek neki. Silvia Acélné Göndölcs, Vorsitzende des Vereins Völkerfreundschaft, sprach darüber, wie die Maibaum ausgetanzt wird. Das Programm spiegelt die ungarischen Traditionen wider. Nachdem der Baum gefällt worden war, mussten die Mädchen ihn zersägen. Der heutige Tag ist eigentlich der Schlusstag des Projekts, denn heute wird der Hauptmaibaum ausgetanzt. Alle anderen Maibäume wurden schon gestern ausgetanzt und heute hier im Hof des Heimatmuseums, der Maibaum liegt schon da und wir erwarten dann unsere Gäste, alle Interessenten recht herzlich und der Maibaum wird mit Musik und mit guter Laune ausgetanzt und natürlich nach alten Traditionen auch zersägt. Das Programm ist für alle Altersgruppen gedacht, aber im Dorf versucht man so viele Jugendliche und junge Erwachsene wie möglich anzusprechen, da sie diese Traditionen weiterführen werden. Also unsere Zielgruppe war eigentlich bei diesem Aufruf und bei diesem Projekt junge Leute, also unsere Jugendlichen und junge Erwachsene. Erfreulicherweise haben wir im Dorf eine Jugendtanzgruppe namens Junge Hipster und die beteiligten sich dann sehr gerne an diesem Projekt. So ist die Hauptaufgabe dann ihre Aufgabe, also die Tanzgruppe Junge Hipster ist daran sehr aktiv beteiligt. Im Laufe des Nachmittags wurden auch Preise für den schönsten und den höchsten Baum vergeben. Die deutsche Selbstverwaltung im Dorf hat die Daten zusammengetragen und die Entscheidung getroffen. Fast 30 Bäume wurden bewertet, der größte erreicht eine Höhe von 13 Metern.
Das Programm heute beginnt um 16 Uhr. Wir erwarten dann alle Interessenten hier. Es gibt natürlich auch einen Tanz mit Musik. Ein kleines Programm wird auch hier vielleicht vorgeführt, so einen Tanz. Und dann, was vielleicht allen interessiert, ist das Ergebnis des Wettbewerbs, das angekündigt wurde. Denn wir vergeben dann zwei Preise. Einerseits wird der größte Maibaum mit einem Preis belohnt. Die Gruppe, die diesen Maibaum gestellt hat, bekommt einen Gutschein in einem Wert von 10.000 Forint. Und zum anderen belohnen wir auch den schönsten Maibaum im Dorf. Und darüber hat dann die Dorfgemeinschaft eigentlich dann entschieden. Die deutsche Selbstverwaltung möchte auch diese Tradition fortsetzen. Und es lohnt sich, denn es gab viele Maibäume im Dorf. Und das zeigt, dass die Dorfgemeinschaft Interesse an solchen Initiativen hat. Man hofft, auch in den kommenden Jahren eine so große Zahl von Interessenten begrüßen zu können.